Die Welt verändert sich grundlegend. Das hat auch der Letzte spätestens seit Corona kapiert. Besonders die Handelsimmobilienwelt oder der Handelsbereich ist davon tief getroffen. Bis 2030 ist noch lange hin. Und doch legen wir heute als Branche viele Grundlagen. Beispielsweise mit unserer Projektentwicklung, mit unseren Planungen von zukünftigen Handelsflächen, von Logistik, von Lösungen für Last-Mile-Thematik und mehr. Wie sieht der Konsum 2030 aus? Und was heißt das für unsere Branche? Dazu freuen wir uns auf das kommende Panel zu Konsum 2030. Die Real PropTech 2020 startet mit einer Premiere, vielleicht sogar Weltpremiere. Eine Panel in der Immobilienwirtschaft mit 5 Frauen. Ich freue mich sehr, begrüßen zu dürfen in dieser Runde Christina Hager, Chefin des German Council of Shopping Places, sozusagen die Shopping Center Queen in Deutschland. Bianca Pretorius, Entrepreneurial Activistin, unsere allerliebste Pitch-Coach-Lady, die unsere Booster-Teams und PropTechs fit für die Welt da draußen macht und auch zukünftige Polit-Hoffnung im Rahmen des Green New Deal. Außerdem im Studio Dr. Claudia Weise, Bürgermeisterin der Hafen City und Quartiersexpertin, wenn man so sagen darf. Da freuen wir uns sehr drauf. Und wir haben auch noch digital dazugeschaltet Aya Jaff. Cosmopolitan hat sie bezeichnet als Tech Queen von Deutschland. Mit 24 bereits ein eigenes Unternehmen gegründet. Steht auf der Forbes-Liste Under 30. Programmiererin und Autorin eines Bestsellers. Herzlich willkommen, die Damen. Ich freue mich sehr auf die gemeinsame Runde zum Thema Konsum 2030. Wie sieht unsere Welt, wie sieht unser Konsum in den nächsten 10 Jahren aus und was heißt das am Ende auch für unsere Branche und für unser aller Leben? Bevor wir starten, würde ich euch gerne alle ganz kurz einmal persönlich begrüßen. Das habe ich gerade getan. Würde ich euch gerne das Wort geben, dass ihr auch ein Wort an unsere Branche, an unsere Wirtschaft da draußen richtet. Liebe Sarah, vielen Dank für die Einladung. An dieser Stelle zum zweiten Mal, muss man ja sagen. Wir haben ja auch schon die Reboot zusammen im Januar bestritten, wo wir die PropTech-Branche mit der Immobilienbranche, eher der alt einhergebrachten Struktur, zusammenbringen wollen. Und ich freue mich insofern sehr, dass ich auch heute hier dabei sein kann. Danke auch. Wie du es gerade schon gesagt hast, mein normales Leben findet so im Startup-Bereich statt. Das heißt immer das, was in den nächsten 5 Jahren auf einen zukommt. Und als wir im Januar zusammen die Reboot gemacht haben, war es noch so, sollten wir jetzt schneller digitalisieren oder nicht? Ah, vielleicht. Und dann kam Corona und jetzt ist die Frage auch vom Tisch. Sondern man muss auf jeden Fall handeln. Das heißt, ich freue mich sehr, wie schnell es dann doch gehen kann, dass man offen für Wandel ist. Deswegen bin ich ganz gespannt. Ja, ich finde es klasse, dass ich dabei bin. Ich habe schon über 25 Jahre Immobilien und vor allen Dingen die crazy Geschichten auf dem Buckel. Und insofern kann ich eine ganze Menge gerade bei der Entwicklung, Aufbau, Quartiersmanagement, Quartiere sind groß im Kommen, letztendlich dazu beitragen. Muss dazu aber sagen, Bürgermeisterin Hafen City ist ein bisschen zu groß. Das ist wohl das Quartier selber, das Überseequartier und noch einige andere Quartiere in Deutschland. Manchmal kann es uns Frauen ja nicht schaden, uns ein bisschen genau hervorzuheben. Aya. Ich freue mich, mit so tollen Frauen im Panel zu sitzen, zwar auch digital, aber ja, für mich ist das Thema PropTech tatsächlich nicht so ganz meine Heimat, aber ich habe eine Kolumne, die heißt Tech for Future und da kommen immer wieder auch Themen aus dem PropTech-Bereich raus und die würde ich liebend gerne mit euch besprechen und über die Zukunft sprechen und ich glaube, da warten ziemlich coole Dinge auf uns. Dann starten wir doch direkt mit der ersten Frage. Was ist eure persönliche Vision für 2030, wenn es darum geht, wie wir Lebensmittel einkaufen, wie wir neue Kleidung konsumieren, wie die zu uns kommt, wie wir uns zukünftig entscheiden für Urlaub oder auch für Sport? Gehen wir noch in Fitnessstudios oder findet das anders statt? Und letztendlich, was geben wir damit mit unseren Impulsen der Vision heute auch unserer Branche, unseren Projektentwicklern mit für die Zukunft? Bianca, möchtest du mit deinem internationalen View und deinem jetzt schon in 5 Jahren sein ja. starten? Also so eine Vision 2030, ich kann ja von den letzten Wochen gucken, wie habe ich eigentlich dort konsumiert. Das heißt, die letzten Wochen waren einschneidend. Wenn man vorher noch nicht online gekauft hat, dann hat man es spätestens jetzt gemacht. Das heißt,
für mich war das so, dass wir irgendwie also den Einkaufsmoment so kurz wie möglich gehalten haben und dadurch gespürt haben, oh, geht ja, ist ja eigentlich gar nicht so schlimm, den Rest online zu bestellen. Und was ich nochmal speziell gerade in den letzten Wochen, wo ich mich über dieses Thema Gedanken mache, ist, ich werde inzwischen so, ich bin im Prinzip omnipräsent auf Instagram, Facebook und hast du nicht gesehen, und die Targeting-Maßnahmen, was digital mir angeboten wird, Bianca, wir glauben, wir kennen dich ja gut, dass du das magst, trifft so sehr auf mich zu, dass ich, bevor ich überhaupt auf die Idee komme, irgendwo rausgehen, was einzukaufen, ist schon mein ganzes Geld verbraten für die Sachen, die mir angeboten wurden, weil sie so gut gepasst haben. Das heißt, ich glaube, das ist das, wo mein Lusterlebnis beim Kaufen größer wird. Und wenn ich jetzt gucke, 2030, dann hoffe ich, dass dieser eine letzte Haken noch gelöst ist. Und zwar der Fall von, läuft der Postbote hoch zu mir? Ja, nein. Kommt der überhaupt dann, wann er gesagt hat? Das heißt, in dem Moment, wo das gelöst ist, dass ich mehrmals wie so eine Art, wie so eine Art Gezeiten, dreimal am Tag eben jemand kommt, der mir entweder Essen bringt oder etwas, was ich zurückschicken möchte, wieder mitnimmt. Also wenn das einmal geschlossen ist, dann habe ich wirklich, dann lebe ich eigentlich auf dem Sofa, bestelle nur noch Sachen online und bin eigentlich glücklich, weil es das gezeigt hat, dass ich auch das Fitnessstudio so, habe ich jetzt meine eigene Home-Workout-Geschichte. Das bedeutet, der Lebensmittelpunkt lässt sich doch von diesem Thron zu Hause gar nicht so schlecht bespielen, wenn es um Dinge konsumieren geht. Menschen finden draußen statt, wird immer so sein, aber alles, was nicht menschlich ist, das funktioniert ganz gut von zu Hause. Also, wenn ich da gleich mal eingreifen kann, bitte. Bianca, jetzt muss ich ja mal eine Lanze brechen und ich bin mir sicher, der Claudia juckt es auch schon ein bisschen unter den Fingern hier mal dagegen. Ich finde diese Vorstellung, wenn ich mir 2030, wir alle sitzen auf dem Sofa und bestellen nur noch online, ist eine Vorstellung, die mich persönlich ein wenig ängstigt. Sarah, du hattest ja eben gesagt, die Shopping Center Queen, da vielleicht mal anknüpfend. Auch wir haben uns ja weiterentwickelt. Wir nennen uns mittlerweile German Council of Shopping Places, was einfach damit zu tun hat, es geht nicht nur um Center, sondern es geht um Quartiersentwicklung, es geht um den Innenstadt-Einzelhandel und so weiter. Das heißt, meine Vision von 2030 ist zwar sicherlich auch eine, die sehr convenience-orientiert ist, aber ich fände es ganz gruselig, wenn wir alle nur noch auf dem Sofa sitzen und von zu Hause bestellen, weil ich glaube, wir alle wollen lebendige Innenstädte. Und wo sind Städte überhaupt entstanden? Nämlich dort, wo Handel stattfindet. Und das ist für mich insofern eine Vision, die hoffentlich nicht nur Vision bleibt, sondern auch Realität sein wird, auch noch in 2030, die Kanäle sozusagen zu verknüpfen. Und genau wie du eben gesagt hast, im Januar haben wir noch ein Stück weit philosophiert, sage ich mal dazu. Mittlerweile ist Digitalisierung Trumpf. Mein Credo ist, der stationäre Handel muss digitaler werden, damit wir den Kunden sozusagen auf allen Kanälen erreichen. Sei es in der Vorbereitung des stationären Einkaufs zu Hause oder in der Lieferung zur richtigen Uhrzeit nachher nach Hause. Insofern, ich kämpfe dafür und glaube auch ganz fest daran und bleibe zuversichtlich, dass wir auch in nächster Zeit noch stationären Einzelhandel haben. Der aber in der Lage ist, aufs Sofa zu liefern. Absolut. Ja, ich kann das unterstützen, beziehungsweise auch ergänzen aus praktischen Erfahrungen. Eigentlich, sag mal, wenn man zurückblickt, ist es nie so eingetreten, ich sag mal, im 10-Jahres-Perspektiven, wie wir das alle denken. Ich habe mal 1995 tatsächlich einen Vortrag gehalten über Freizeit im Jahr 2005. Und also ganz großartig mit Professor Opaschowski und so weiter. Und wenn ich mir das heute durchlese, da können wir uns totlachen. Wir sitzen nämlich nicht alle am Computer, spielen Spiele. Wir sind weiterhin rausgegangen. Die Welt hat sich verändert. Die verändert sich weiter rasend schnell. Trotzdem gehört Shoppen auch zu einem Freizeitverhalten. Und wenn wir mal beobachten, wie sich wir uns jetzt verändert haben, natürlich werden wir noch neuere Technologien haben. Es wird auch sicherlich eine Möglichkeit geben, nicht mehr auf den Postboten zu warten. Glaube ich aber auch, dass etwas, ich sag mal, haptisch zu erleben, Dinge auszuprobieren, sich von etwas überraschen zu lassen und nicht nur an den eigenen vier Wänden, andere Menschen sehen, Ideen, Anregungen sich zu holen, das wird nie aussterben. Und wenn man mal beobachtet, wo wir jetzt schon eigentlich stehen, die Generation Z, die fängt wieder an letztendlich und möchte das moderne Dorf haben. Deswegen ist es ja auch schon wieder so weit, dass wir sagen, Quartiere in der Stadt. Wir wollen dort wohnen, wir wollen dort arbeiten, wir wollen dort Spaß haben, wir wollen dort einkaufen. Man will sich treffen und wir haben jetzt tatsächlich diesen
Marktplatzgedanken, aber in einer neueren Form. Ich brauche ein schnelles Internet, das ist Bedingung, das ist klar. Ich muss sofort alles posten können, das ist auch eine Bedingung, sonst gehe ich nicht raus. Aber will ich nicht trotzdem, ich sag mal, meine Leute treffen? Wollen die jungen Leute nicht sogar noch früher als, ich sag mal, jetzt Familie gründen, Kinder haben? Freizeit ist ganz groß im Vordergrund. Ich will nicht nur arbeiten und dann zu Hause sitzen und online was bestellen. Und gutes Beispiel ist, ich hatte jetzt gerade die Generation Z letzte Woche auf einer Hochzeit und dann kommt aber trotzdem die Braut, es geht ja auch los mit den ganzen Sendungen wieder mit weißen Wallekleidern und ähnliches, die lässt sich schon mit einer Kutsche fahren, hat dann aber zu ihrem Brautkleid eine Jeansjacke an. Das ist dann vielleicht anders. Aber ich sag mal, es wird Werte geben, da bin ich überzeugt, die sind auch in 10 Jahren nicht ausgestorben. Ah ja. Ja, da kann ich auf jeden Fall auch anknüpfen. Ich glaube, solche Werte werden nicht aussterben, dass man jetzt sagt, okay, niemand wird da jetzt mehr in die Stadt gehen, um einzukaufen. Das glaube ich auch nicht. Nur ich kann vielleicht aus einer persönlichen Perspektive sagen, wie sich mein Leben verändert hat und wie meine Freunde einfach jetzt rausgehen. Ich glaube, wir nutzen den Freiraum, den wir draußen haben, als neues Wohnzimmer. Jetzt, wo ich irgendwie meine Freundinnen alle eingeladen hätte nach Hause, um Kaffee zu trinken, wir sind jetzt wirklich aktiv rausgegangen in den Park. Ich war noch nie so oft im Park, glaube ich, weil man auch so ein bisschen Angst hatte, in wirklich so kleineren Cafés zu sitzen wegen Corona, ist man dann wirklich ausgewichen und hat dann wirklich einfach eine Parkdecke mitgenommen. Und dann habe ich es auch tatsächlich, auch ich komme aus Nürnberg, ein bisschen vermisst, noch mehr so Attraktionen zu haben, die einfach draußen möglich sind. Ich hätte es voll gern gemacht, irgendwie so einen kleinen Töpferkurs zu machen im Freien oder ich weiß nicht, Boot zu fahren oder so. Das alles, glaube ich, kann man noch mal besser und schöner gestalten für die Bewohner der Stadt. Und ich habe, ja, das klingt jetzt so komisch, ich habe zwar auf dem Sofa irgendwie Online-Shopping betrieben, aber ich habe auch immer noch Links an meine Freundinnen geschickt. Das heißt so, hey, wie findest du den Rock? Wie findest du das? Und das ist noch nicht so ein ideales Kauferlebnis, weil, ich weiß nicht, das war ein bisschen umständlich auch, dass wir immer wieder, ich weiß nicht, auf anderen Seiten waren und dann war das nicht alles gesammelt und ich weiß nicht, wir waren, 1000 Tabs waren offen, unser Computer war überheizt und wir dachten uns irgendwann, okay, das ist ein bisschen zu viel des Guten. Aber ich glaube tatsächlich auch daran, dass Shopping, Online-Shopping auch dazu führen kann, dass man irgendwie gemeinsam Sachen bestellt für einen bestimmten Tag mit der besten Freundin und dann da dann gemeinsam zu diesem Lokal geht. Ich weiß nicht, ich meine, zum Beispiel Zara, die bieten ja an, dass man jetzt was bestellt, eine Jacke und dann wirklich an den Shop quasi liefert. Und das habe ich auch schon meinen Anspruch genommen und mich dann mit meiner Freundin einfach verabredet, da das Ganze auszupacken und anzuprobieren. Also ich glaube, das wäre schon ziemlich cool, wenn es sich noch mehr in die Richtung entwickelt, dass man fast nur noch Sachen bestellt, von denen man so fast schon ausgeht, dass man sie wirklich kaufen möchte. Vieles dreht sich ums Sofa. Da macht ja der Spruch, dass Sitzen das neue Rauchen ist, kriegt nochmal eine ganz andere Bedeutung hier in unserer Diskussion. Das Konsumentenverhalten sich verändert hat, insbesondere auch durch das, was wir in den letzten Monaten, du hast es gerade gesagt, vielleicht auch erst Wochen, seit wir realisiert haben, das geht doch nicht so schnell wieder weg, verändert hat, das haben wir gemerkt. Digitalisierung hat uns, und das hat uns zusammengeführt mit der Reboot, allesamt, schon im Januar. Digitalisierung hat vieles verändert, vieles verbessert, neue Impulse gesetzt und als solches sollten wir das und wollen wir das ja hier auch als verstanden wissen. Darin liegen viele Chancen. Welche Veränderungen habt ihr beobachtet? Welche digitalen Impulse, neuen Geschäftsmodelle habt ihr gesehen, die euch besonders beeindruckt haben, vielleicht auch geängstigt oder bei denen ihr denkt, das wird uns strukturell als Wirtschaft oder tiefgreifend unsere Gesellschaft verändern. Ah ja, möchtest du vielleicht diesmal anfangen? Ja, gerne. Vielleicht fange ich mit einer Entwicklung an, die mich teils freut, aber teils auch beängstigt. Und zwar ist es, dass jetzt so ganz viele Radwege geschaffen werden und einfach diese Transportwege mit dem Auto ja, immer schlechter werden. Bei uns gibt es jetzt zum Beispiel auch so wirklich einen Innenstadtteil, wo überhaupt kein Auto reinfahren darf.
Und ich habe mich mit einer Freundin unterhalten, die kann nicht aufs Fahrrad umsteigen und für sie ist der öffentliche Nahverkehr auch viel zu teuer. Also die Preise sind im Vergleich zu anderen Bundesländern in Nürnberg, vor allem für die Schüler, Studenten, wirklich sehr, 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 sehr hoch und sehr teuer. Und das ist quasi auch keine Alternative für sie, auf die öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen. Und dann frage ich mich, ist das irgendwie ein bisschen verloren gegangen in der ganzen Zukunftsdebatte, wenn wir sagen, okay, wir wollen mehr Radwege, wir wollen weniger Autos, nehmen wir den Leuten vielleicht auch einen wirklich wichtigen Weg, ja, Transportweg weg, wenn wir sagen, wir konzentrieren uns jetzt auf diese umweltfreundliche, nachhaltige Art und denken wir da vielleicht zu wenig an Leute, die halt eben vielleicht auch nicht das nötige Kleingeld haben, um ehrlich gesagt ein Fahrrad zu kaufen oder auch auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen. Ich glaube, die Debatte kommt ein bisschen zu kurz. Da würde ich mir vielleicht ein bisschen mehr wünschen, aber ansonsten bin ich eigentlich für diese Bewegung, dass man halt Innenstädte ja, reiner hält von der Luft her und da die Autos ausschließt. Aber ja, mir fehlt ein bisschen die Lösung, die wirklich für alle Leute gilt. Möchtest du dich anschließen? Ja, also ich sag mal, ich habe in den letzten Monaten eher, ich sag mal, weniger positive Eindrücke bekommen. Wir haben zwei, drei Neueröffnungen in den, ich sag mal, Arealen, Quartieren, die wir managen. Die sind sehr witzig, innovativ und zwar alles, was aus der Produktion herauskommt, bisher es gar nicht nötig hat, den Shop zu betreiben. Und dann anfängt und sagt, ich habe ein Konzept, das lief vorher schon und jetzt mache ich letztendlich auch einen Shop auf und der ist besonders innovativ. Wir haben zum Beispiel einen Laden jetzt, der macht für IKEA-Regale Kartonverpackungen, diese Schuhe, die man reinstellen kann und die kann man sich individuell auf dem 3D-Drucker also auch bedrucken lassen, gestalten und das ist unglaublich witzig. War, gab es aber schon letztendlich von einem, der letztendlich Kartonagen, Verpackungen und so weiter herstellt. Das sind Sachen, ja, und das funktioniert dann auch sicherlich, weil natürlich ursprünglich die Produktion das trägt. Was ich leider, wird Christine auch so feststellen, sehe, ist, große Konzerne sind vielleicht ein bisschen schleppend in ihren Entscheidungen, haben aber mehr Möglichkeiten, zum Beispiel online zu gehen, sich entsprechend darzustellen. Und was letztendlich der kleinere Einzelhändler, der ja eigentlich das individuelle Schöne, ich sag mal, gestalten kann, gerade wenn er schon ein bisschen älter ist mit älteren Konzepten, da fabriziert hat in den Monaten, das ist teilweise eine Katastrophe. Das sind schlechte Versuche, letztendlich online zu gehen, schlechte Versuche, Werbung zu machen über Instagram, Facebook, YouTube, die Verbraucher sind genervt. Man kriegt immer mehr jetzt auch Werbung, die nicht mehr letztendlich zielspezifisch irgendwo angepasst ist. Und man sieht es auch, wenn man jetzt beobachtet, wo gehen ich die Klicks hin. Ich beobachte das gerne. Auch wir haben zum Beispiel in der Hafen City probiert, unseren Einzelhändlern zu helfen, haben gesagt, wir gehen auf Instagram, wir machen Kurzfilme. Ist uns auch nicht immer gelungen, weil wenn man einen, ich sag mal, wirklich schlechten Einzelhändler hat, der das ganz toll findet, wenn er was ganz langweilig präsentiert, dann kann man ihm drei, vier Mal einen Tipp geben, muss es aber dann so bringen. Und ich sage mal, wir müssen ja immer damit leben, dass wir viele Generationen auch haben werden, die Handel betreiben. Und ich glaube, da müssen doch so einige noch was lernen und hoffe da tatsächlich ein bisschen auf die Youngsters, die da noch mal mehr Schwung reinbringen. Ja, würde ich gerne aufgreifen, was du eben sagtest, auch noch mal von dem größeren Bild, wie man so schön sagt, geblickt. Ich glaube, die Kunden wissen sehr genau, was sie vom Einzelhandel erwarten. Aber ich glaube, der Einzelhandel weiß oft nicht, was der Kunde von ihm erwartet. Das ist das, glaube ich, die Situation, die du gerade beschreibst. Nämlich, wenn ich vorher noch nicht digital aufgestellt war, ist natürlich durch den Corona-Booster, der gleichzeitig ja auch noch zu einem Umsatz, nicht nur Frequenz, sondern selbstverständlich auch Umsatzverlust geführt hat, dann noch in eine Digitalstrategie zu investieren. Das sind natürlich zwei Timelines, die überhaupt nicht zusammenpassen und gepasst haben. Das heißt, ich behaupte mal, die, die vorher eben halt aufgestellt waren, egal ob systemrelevant oder nicht, wie es so schön heißt, konnten auch heute noch ihre Kunden erreichen, wenn auch nicht stationär, ich sage jetzt mal in der Zeit des Lockdowns, aber eben halt auf jeden Fall auf dem Online-Weg. Das heißt, was ist doch im Moment oder in letzter Zeit passiert? Ich kann es in Zahlen nicht sagen. Dieser Plattformgedanke von den sogenannten kleineren, inhabergeführten oder wie auch immer, ich schließe mich mal einer Plattform an, denn wenn ich in der Zeit des Lockdowns auch dann verkaufen kann und wahrscheinlich auch jetzt trotzdem, nachdem wieder geöffnet ist, auch,
Der hat aus meiner Sicht natürlich einen unheimlichen Schub genommen. Und da geht es ja auch nicht nur, ich stelle mal meine Ware da ein, sondern ich muss ja auch meine Warenerfassung sozusagen geregelt haben. Ich muss geregelt haben, wie versende ich. Ich muss mit Retouren umgehen und so weiter und so weiter. Das heißt, mal eben kurz auf die Plattform aufschalten. Damit ist es natürlich auch nicht getan. Aber nochmal zurückkommen, ich glaube, Digitalisierung ist Trumpf. Und was vielleicht ein kleiner Unterschied zu früher ist, finde ich persönlich zumindest, und ich glaube, ich bin so middle-aged, kann ich mal sagen, das ist keine Altersfrage. Ne? Früher hat man ja immer gesagt, ja klar, die Jungen, die machen das alles, machen, tun und bestellen. Mittlerweile waren wir sozusagen alle gezwungen, ob nun jobbedingt oder eben halt privat persönlich, weil nichts mehr offen hatte. Spätestens jetzt waren wir gezwungen, auf diese Welle aufzuspringen. Und ich sage mal bewusst, das ist ein positives Ergebnis dieser Phase, die wir gerade hatten, weil ich eben halt auch glaube, wir werden noch lange nach vorne gucken müssen, um eine Post-Corona-Phase zu erreichen. Ich glaube, wie man so schön sagt, das wird eher eine Dauerwelle, auf die wir uns einstellen müssen. Ob die nun Covid-19 oder wie auch immer ein nächstes Virus heißen kann. Insofern sind wir gezwungen, gerade im Retail natürlich, dort uns zu beeilen. Kann ich dazu kurz? das ist so eine Entwicklung, auf die ich mich so sehr freue, weil die Youngster und die Generation Millennial und drunter, die sind auch ein bisschen, also viel stärker politisiert als die noch vorher. Das bedeutet, auch bei den Jüngsten ist schon angekommen, bei Amazon kaufen ist nicht so richtig gut für meine Region. Ich mache eigentlich was kaputt, ich nehme den Einzelhandel was weg. Das bedeutet, wenn es den Moment gibt, dass der kleine Einzelhandel sich zusammenschließt, dann sind, glaube ich, auch die jungen Menschen als erstes bereit zu sagen, da kaufe ich lieber dort als bei Amazon, weil es eine Verbundenheit zu der Örtlichkeit gibt. Und ich bin normalerweise in Berlin, bin heute nach Frankfurt gekommen, habe direkt andere Werbung bekommen von ansässigen Unternehmen. Habe mich super gefreut, weil ich dachte, ach guck mal, es gibt ein Lokalkolorit. Und diese Innenstädte, die ja lebendig bleiben wollen, das wird auf jeden Fall, da sind wir, sind wir völlig auf einer Seite, nur noch nach oben entwickelt. Das heißt, ich wünsche mir, weil ich den ganzen Shopping-Teil theoretisch von zu Hause bestellen könnte, dann das Erlebnis, es anzuprobieren, es anzufassen, mit Freunden darüber zu sprechen, in kleinen Mikrokonzerten, kleinen Mini-Experiences in den quasi urbanen Shopping-Zentralimmobilien zu machen. Da haben, glaube ich, alle Hunger nach. Und das ist das, was man sich wünscht von diesen zentralen Gebäuden, dass die ein kleiner, authentischer, urbaner Erlebnispark werden. Und da sehe ich die Hoffnung auch. Also insbesondere Claudia und Christine, ihr habt das gerade gesagt, vom Kunden aus denken. Das ist heute noch nicht so ganz angekommen, was das wirklich bedeutet. Ah ja, wenn ich da in deine Richtung schaue, vom Kunden aus denken, das würde uns heute gut zu Gesicht stehen. Denn heute werden die Grundlagen gelegt für das, wie die gebaute Welt um uns herum in 10 Jahren aussieht. Und mit Blick auf Konsum 2030, wie sieht Konsum in 10 Jahren aus? Lass uns vom Kunden denken und dann lass uns auch die Shoppingcenter so planen oder das, was heute da ist, womöglich so umstrukturieren, dass es den Bedürfnissen passt. Du repräsentierst nun genau diejenigen, die in 10 Jahren auf allen Wunschlisten stehen als Zielkunden oder Persona. Was denkst du dazu? Was ist dein Gedanke oder was würdest du auch den Projektentwicklern, die da heute in der Verantwortung sind, das Setup zu setzen, mitgeben, wenn du am Hebel sitzen würdest und entscheidest? Ja, gerne. Also wenn ich einfach nur ein paar Akzente setzen dürfte. Ich habe jetzt sehr viel gelesen über verschiedene Materialien, die man jetzt neu nutzen kann in der Baubranche. Und ich finde das total interessant, wie man nachhaltig quasi wirklich starke Wände aufbauen kann, wie man vielleicht sogar Beton mit Pilzen mischt und sie dann widerstandsfähiger macht, so dass sie sich sogar ein bisschen teilweise selbst reparieren können. Viel weitere Strecken mit Holz irgendwie auch überbrücken kann, also mehrere Stockwerke wirklich jetzt aufbauen kann. Und das finde ich, das ist eine super Entwicklung, die würde ich gerne sehen. Und ich glaube, es ist alles so ein Zusammenhang von, wie können wir umweltbewusst leben, aber auch schön. Ich glaube, diese zwei Dinge zu kombinieren, das würde ich als Endkonsument einfach sehr begrüßen, weil ich mittlerweile aus der Generation Fridays for Future das gar nicht mehr ohne schlechtes Gewissen irgendwie, ich kann das nicht vereinbaren mit meinem schlechten Gewissen, da einfach nur Dinge zu nehmen, die wir wirklich nicht weiterverwerten können und dazu klare Aufforderung. Materialien meines Zuhauses.
Klare Aufforderung an uns als Branche, Verantwortung zu nehmen, bis ins kleinste Detail. Christine, das, ja. Da habe ich aber mal eine Frage. Seid ihr auch immer bereit, das zu bezahlen? Ich glaube, ich würde mir, der Druck besteht gerade darin, dass man das ändert. Kleines Beispiel, es gibt so eine Werbekampagne, die gerade überall ist, Hey Bundestag, von Afriko, Dings, von Fritz Cola und von Oatly. Das gab es noch nie vorher, dass quasi Unternehmen sich an die Politik richten und sagen, wir möchten ein Gesetz, damit eben alles gleich ist, damit es quasi nicht mehr teurer ist, Bio zu machen. Und das finde ich eine Entwicklung, die ist schon mal, da bleibt mir die Kinnlade offen, in einem guten Wege. Dann würde ich an die beiden Damen der etablierten Branche sozusagen das Wort richten, als Pendant. Was wäre euer persönlicher Wunsch an die Projektentwickler da draußen in einer optimalen Welt? Und was haltet ihr für tatsächlich realistisch mit zwei, drei knackigen Abschlusssätzen? Dann mache ich mal nachhaltig, sicherlich zu bauen und vielseitig zu bleiben. Damit ist eigentlich schon alles gesagt. Vielseitigkeit bedeutet multifunktionale Nutzung, wie gesagt, auf nachhaltigen Grund und Boden mit nachhaltigen Immobilien, sodass man auch den Änderungen der Zeit auch im Anschluss noch entsprechen kann und nicht nachher letztendlich auf leeren Bauruinen sitzen bleibt. Ja, absolut in die richtige Richtung, kann ich nur ergänzen. Ich mache noch ein Stichwort obendrauf, heißt Deregulierung. Ich glaube, früher war man noch so glücklich mit dem 10 Jahres Mietvertrag voll incentiviert. Ich glaube, die Trendentwicklungen sind lange kürzer als 10 Jahre. Ich weiß nicht, gefühlt letztes Jahr hat man immer noch gesagt, die 3 ist die neue 5 sozusagen von der Laufzeit eben halt. Also wir müssen flexibler werden. Hinsichtlich Baurecht. Das ist eigentlich der Punkt, den ich setzen wollte. Müssen wir uns da natürlich auch anpassen. Also nicht nur bitteschön die Bauunterlagen auch digital einreichen zu können und nicht containerweise an welches Stadtplanungsamt auch immer liefern zu können und zu müssen, sondern eben halt auch flexibel in der Nachnutzung zu sein. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Das Zweite, was uns beide sicherlich bewegt, ist das Thema Öffnungszeiten. Wir diskutieren immer, wie viele Sonntage im Monat hat man oder nicht, oder kann man das den arbeitenden Menschen in den Läden zumuten oder nicht. Ich sage immer, ich glaube, kein Unternehmer macht seinen Laden auf, wenn kein Kunde kommt. Also ich glaube, die würden auch dort relativ eigenverantwortlich handeln können, das selber. In einem Corona-Jahr, jetzt mal unabhängig von Abstandsregelungen, Hygienemaßnahmen, das nochmal ganz kurz ein bisschen ausgeklammert, da, ich sage jetzt mal, die Chance noch zu nutzen, die Verluste, die man im Prinzip schon nicht mehr aufholen kann, die im Frühjahr da gewesen sind. Und wir sind auch noch lange nicht, wie gesagt, post-Corona, sondern da erwartet uns noch eine ganze Welle, weil ich glaube, viele Einzelhändler leben im Moment noch ein Stück weit von der Hand in den Mund, hoffen, dass jetzt die sogenannte zweite Welle nicht mehr kommt oder in jedem Fall nicht der Lockdown. Ich glaube, das wird auch keiner mehr machen heutzutage. Und jeder hofft auf das Weihnachtsgeschäft, um irgendwie weitermachen zu können. Das heißt, wir sind im Prinzip durch die Bank weg, egal ob Filialist oder inhabergeführtes Unternehmen. Wir machen mit jedem Verhandlungen. Und meine Message ist natürlich hier auch, es kann nur gemeinsam gehen. Gemeinsam heißt, niemand hatte diese Krise zu verschulden, keiner hat sie vorausgeahnt, wir können aber nur gemeinsam daraus. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Message, die ich hier geben würde. Mir würde noch eine einfallen hinsichtlich Nachhaltigkeit. Wenn wir immer sagen, wir bestellen alle, wundert mich immer, dass die neue Generation nicht auch mal darüber nachdenkt, wie soll das eigentlich laufen mit den ganzen Lieferverkehren? Meine Zukunft sieht nicht so aus mit riesen Logistikparks entlang der Autobahn, sondern die letzte Meile wird bitteschön aus den Läden auch bedient, sozusagen, die wir schon haben, weil die haben alle Lager. Das ist das, worüber wir in der Shopping-Center-Branche natürlich auch immer gern sprechen, die letzte Meile. Wenn ich also wüsste, dass meine Hose, die ich mir von mir aus online ausgesucht habe, in dem Laden 300 Meter entfernt hängt, wenn ich vorher wüsste, dass sie da ist, dann gehe ich auch los und bin überzeugt davon, dass ich nicht bestelle, auch im Sinne der Nachhaltigkeit sozusagen. Und insofern, das ist, glaube ich, noch eine große Meile, die wir alle gemeinsam auch nur schaffen können. Und das wäre mein Petitum. Lass uns gemeinsam daran arbeiten, weil nur so geht Zukunft. Gemeinsam werden wir es auch in Zukunft lösen. Spätestens nächstes Jahr, in welcher Form auch immer, sehen wir uns gemeinsam bei der Reboot, wenn es um den Shopping-Center-Bereich geht. Und hoffentlich auch wieder gemeinsam hier in diesem Rahmen, vielleicht wieder persönlich. Wenn wir eins aus der Runde mitgenommen haben, dann neben dem Gemeinsamen, dass es da Verantwortung zu übernehmen gilt. Es gilt aus Sicht des Kunden zu denken. Und eins sollten wir dabei nicht außer Acht lassen: Der Kunde scheint ziemlich viel Zeit auf dem Sofa zu verbringen.
An der Stelle herzlichen Dank an meine Gäste, herzlichen Dank an so viele starke Powerfrauen, die dieser Branche so gut tun. Lasst uns dabei weitermachen. Danke Vielen dir. Vielen Dank. Danke. Ciao.